So, willkommen zurück zu Final Fantasy X. Beim letzten Mal bekam ich. Da gab es das Umbau, die Umbaufähigkeit. Und bevor ich jetzt irgendwie anfange, hier Sachen umzubauen, wie zum Beispiel Rikus Klaue oder ihren Armschutz, schaue ich doch erst einmal, ob man hier eventuell nicht etwas Besseres kaufen kann, von Grund auf schon. Ach ja, und generell natürlich, wir sind bei Seymour eingeladen, der hier wohnt. Und bevor wir das tun, bevor wir den werten Seymour in Besuch abstatten, klapper ich einmal die ganzen Häuser ab hier, mehr oder weniger, und schau, ob die werten Herrschaften Kisten stehen haben. Sieht bisher mau aus. Das ist der Shop. Oh, Waka ist hier. Okay. Thank you. Oh, der hat Ausrüstung. Schauen wir doch mal. Kate, Sith and Tod. Schöne Waffe. Okay, gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier? Giftschlag, ganz wichtig. Für Yuna. Sie bloß draufhauen kann. So, hier, Blindschlag für Bakana hier. Hier. Fata Morgana. Durchschlag und Angriff plus 5 und einen leeren Sockel. Oren. Aktuell hat er nur Durchschlag und Angriff plus 5. Wir können ja jetzt da was machen, ne? Holen wir das Ding doch mal. Ja, ausrüsten. So, die Zerstörungsfaust für Riku. Hier haben wir doch zum Beispiel was, ne? Ihre aktuelle Klaue hat nichts drauf. Die Zerstörungsfaust hat Angriff plus 5. Und noch einen leeren Sockel. Nimm das mal mit. Ist auch nicht so teuer. So, das Donnerschild. Gelbschützer. Ich sag mal so, das ist natürlich jetzt alles sehr nett. Zauberwert 3. Der Donnerarm, der ist auf jeden Fall was wert für Riku. Das nächste Gebiet wird sehr stromlastig. Also es ist gar nicht so verkehrt, da dann mal vielleicht dazwischen zu gucken. Tobsuchtsband. Warum habe ich das eigentlich nicht ausgerüstet? Für Kimari. Ist für Kimari? Ne, ist für Oren. Er zaubert ja 3% aktuell. Das Ex-Eis-Schild. Das brauche ich nicht mehr. So, Klaue und Armschutz können weg. Ist eh nichts wert. Und der Ring der Starre. Steinwall hebe ich nochmal auf. Hab ich schon letztes Mal gesagt. So, Runenmog kann auch weg. Und die alte Fata Morgana kann auch weg. Und ich muss mal die Sachen sortieren. Das ist ja furchtbar hier. So, was hat der Guado-Shop? Der hat auch nochmal Ausrüstung. Okay, ja. Sagte, das Bruderherz hat Angriff 5 und 3 leere Sockel. Und das hier hat nur Angriff 5 und 1 leeren Sockel. Nehmen wir nicht. So, das ist alles okay. Der Wechselspieler, jo, juckt mich gerade nicht so. Das ist okay. Durchschlag, durchschauen ist okay. So, das ist dieselbe Waffe, wie ich eben gekauft habe. Zerstörungsfass genauso. Ja, Waka ist ein bisschen günstiger, da ich ihm Geld gegeben habe. Ist das eine Kiste zum Aufmachen? Nee. Waka ist für mich ein bisschen günstiger, da ich ihm ja Geld gespendet habe am Anfang des Spiels. Und deswegen ist er preiswerter für mich. Da ist eine Kiste. Und da hier liegt ein Band rum. Ja, gibt nichts dafür. 3000 Chill. Da haben wir schon alles, was ich gerade ausgegeben habe, wieder drin. Ich laber hier nicht mit den Leuten rum auch. So, hier ist auch noch was. Ein Elixier. Und nach oben gehen wir später. Da müssen wir eh später hin. So, jetzt gucken wir nochmal. Ich glaube. Ne, hier unten ist nichts weiter. Na gut, gehen wir mal Seymour besuchen, endlich mal. Das sei ja unsere eigentliche Aufgabe. Ne? Hallöchen. So, Seymour wohnt hier. This way, please. Mhm. Wir haben so relativ viel Story vor uns. This way, please. Ja, ja, wir gehen hier lang. Gehen wir hier lang. I will go inform Lord Seymour. Please wait here. Na gut, wir müssen auf Seymour warten, ja.
There's no temple here in Guadasalam, see? Summoners usually just pass through on their way elsewhere. What? I didn't even ask a question and you're explaining things. You'd rather I say nothing, then? No, no. Maybe you finally believe I don't know anything about Spira. And maybe that means you believe me about Xanarkin, too? Well, there are many things I do not know. Your Xanarkin is one of those things. I suppose I can't say what I think, either way. Still, be careful. You shouldn't tell other people. Yeah, I know. Tja, Ubu scheint das langsam zu glauben. Tja, wir müssen auf Seymour warten. Der hat hier ordentlich aufgefahren, auf jeden Fall. Na, Wacker. Ja, sind nicht nur zum Abendessen hier. Stay on your guard. Why? This guy is just a priest, right? Those with power use that power. Maesters have power. Wait. You sure you don't have something against Yevon? I lived a long time in Xanarkand. Ah. Tja, Oren ist nicht so der Gläubige hier. Kimari not like Mr. Seymour. Kimari ist einfach gleich direkt raus. Juna aufgeregt wie eh und je. Und hier ist ein Pendel und ein Haufen leerer Teller, die anscheinend Rico schon leer gefressen hat. Denn die ist hier ordentlich. Na, wechselt die Kamera nochmal. Ja, hier, Rico ist hier ordentlich in Gange. Ja. Er hat hier eine schöne Lightshow im Haus, auf jeden Fall. Truly, it is good to have guests again. Since Lord Giscoll passed away, these halls have been too quiet. The death of Lord Giscoll was a great loss for all of Spira. Was this Maester Giscoll really such a great guy? He brought the teachings of Yevon to the Guado. He was truly a great man. Truly a loss for us all. But now, a new leader, Lord Seymour, has come before us. Lord Seymour is the child of a Guado and a human. He will be the tie that binds our two races together. But that is not all, I think. Lord Seymour, he will surely become the shining star that lights the way for all the peoples of Spira. That is enough trouble. Must I always endure such praise? Da ist er doch. Welcome! You wanted to see me? Please, make yourselves at home. There's no rush. Please keep this short. Yuna must rush. Pardon me. It has been a long time since I had guests. Lady Yuna, this way. Er hat irgendwas vor. Und hier sehen wir jetzt seine Lichtorgel oder was auch immer in Aktion. Schon toll, so ein Heimkino, oder? Mit Full 360 Optik. This sphere is a reconstruction created from the thoughts of the dead that wander the far. Das kennen wir doch. Ganz vom Anfang. Xanarkin? Correct. Xanarkin. As it looked 1,000 years ago. Great and wondrous Machina City, Xanarkin. She once lived in this metropolis.
für Sie. Ja, wir konnten ein bisschen Zen erkennen. Zumindest was er davon hat. Auf seinen DVD-Rekorder hier. Lady Unalaska! She was the first person to defeat Sin and save the world from its ravages. And you have inherited her name. It was my father who named me. Lord Braska was entrusting you with a great task. He wanted you to face Sin as Lady Unalaska did. However, Lady Unalaska did not save the world alone. To defeat the undefeatable Sin, it took an unbreakable bond of love, of the kind that binds two hearts for eternity. Tja, das ist quasi ihr Leibgarde, was auch gleichzeitig ihr Ehemann war. Und den Rest, tja, den verstehen wir erstmal nicht. Aber das kriegen wir gleich. Erstmal zurück in seinem Wohnzimmer hier. Und Yuna braucht erstmal einen klaren. Charged with bringing peace to Spira. But this means more than just defeating Sin. She must ease the suffering of all Spira. She must be a leader for the people. I proposed to Lady Yuna as a maester of Yevon. Spira is no playhouse. A moment's diversion may amuse an audience, but it changes nothing. Even so, the actors must play their parts. There's no need to answer right away. Please, think it over. We will do so then. We leave. Lady Yuna. Ja, Oren hat's eilig. Wait your favorable reply. Why are you still here, sir? I beg your pardon. Ja. Er kann Oren nicht schnell genug rausschmeißen, anscheinend. Anscheinend stinkt Oren. Oder auch nicht. Tja. So viel erst einmal dazu. Seymour möchte gerne Yuna heiraten. Tja. Was meint Yuna dazu?